Hallo, meine liebe Zuschauer. Heute mit einem sehr interessanten Thema für mich, Frösche als Persönlichkeiten. Und es geht heute um Teufelchen. Und nach dem Intro erzähle ich mehr dazu. Hallo, ich bin Dara, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Nach langen Jahren experimentieren, studieren, unterrichten, malen, habe ich mein eigenes Stil entwickelt. Und seit 2018 male ich Frösche als Persönlichkeiten. Und meine Tochter sagte mir, Mama, wenn du weiter so machst, siehst du selber wie ein Frosch aus. Und das könnt ihr auch sehen. Und jetzt mehr über die Frösche. Das ist eine sehr gute Frage, weil wirklich hinter jedem Frosch steckt eine Geschichte. Und hier war Onkel von meinem Freund. Wir haben für ihn, das war 2020, Kalender geschenkt, er hat Geschenk gekriegt, so Kalender mit Fröschen. Und wir waren zusammen essen, er hat da reingeblättert, geguckt und er ist sehr christlich unterwegs. Er hat geguckt, geguckt, die Engelchen war schon drin und er meinte, Albina, so ganz ernst, deine Frösche sind zu positiv. Und ich dachte, na, das ist doch mein Appell. Ich wollte, dass es das Leben ist bunt und sie sollten positiv sein. Nein, der Welt ist nicht nur positiv. Da gibt's, da hat er so geredet mit mir. Und da gibt es auch die dunklere Seiten, halt Hölle und Paradies und so weiter. Und ich sollte die dunklere Seite von diesem Leben auch in meinen Kunst darstellen. Mhm. Das hat mich erstmal nachdenklich gemacht. Und ich dachte, eigentlich hat er recht. Ich liebe Feng Shui, ich liebe diese Verbindung von Ja und Nein, von Sonne und Mond und von Guten und von Schlechten. Wir wissen, dass die Gute fast immer gewinnt, aber etwas in mir wollte diese Bösheiten überhaupt nicht akzeptieren in mir. Wie ich sage, so alle Frösche sind, mit jedem Frosch nehme ich eine bestimmte Kraft von mir und ich habe das immer geschoben, geschoben. Ich sage, nee, ich male doch kein Teufelchen. Nein, ich doch nicht. Ich bin doch eine Engelchen. Und dann irgendwann hat es bei mir Klack gemacht. Ich sollte eine Entscheidung treffen und ich sollte meine andere Seite zeigen, wo ich sage, nee, kein Engel, in diesem Fall Bengel. Und dann ist das kein Teufel, sondern ein Verführer geboren. Und das ist natürlich, ich liebe den Frosch jetzt sehr, weil ganz viele sagen, du hast aber ein netten Teufelchen gemacht. Ja, da ich eine Ikonografie des 21. Jahrhunderts schaffen wollte, da wollte ich natürlich die Kenntnisse aus alten Religionen, aus alten Wissens, aus diesen sozusagen Ikonen, die ich schon als 15-Jährige, 16-Jährige kopiert habe, die ganze Wissens in meine Frösche weiter verwenden. Und in diesem Fall wissen wir alle, dass der Teufel wird öfter in dunkleren Farben präsentiert, natürlich rot. Ich habe Magentarot genommen, damit das richtig leuchtet. Und die Augen sind auch in diesem Magentarot, dass man diese Feuer in Augen erkennt. Und selber, er ist mehr in Lila dargestellt. Und die Lila in Kunstgeschichte und überall in Psychologie, da sagte man immer letzter Versuch. Und der Teufel versucht immer wieder uns irgendwie eine, ja, so, was soll ich sagen, so eine interessante Sache zu zeigen und sagen, ja, wenn du das machst, vielleicht bleibst du heute im Sofa liegen. Und das ist immer Versuchung, der ist immer da. Deswegen in diesem Fall lila und rot, letzter Versuch und Feuer waren für mich sehr wichtig. Ja, wie gesagt, das war bei mir dieses Mal wirklich, das war ein langer Prozess. Ich sollte erstmal der Onkel von meinem Freund sozusagen diese Gedanken, welche er in mir gebracht hat, so mit diesen Gedanken leben, dass das Leben nicht nur weiß und schön ist, da gibt es auch diese dunklere Seite und es gibt auch Leid. Und in mir, drin, tief in mir, wollte ich dieses Leid nicht annehmen. Deswegen hat es wirklich 2-3 Monate gedauert, bis ich einfach angefangen haben, Skizzen zu machen. Und ich habe immer an ihn gedacht, ob ich das so machen sollte, wollte. Und dann war das auch, er ist dann kurz danach im August gestorben. Und dann dachte ich mir, ja, dann kann man sagen, von Idee bis zum
vollendete Version hat es fast 9 Monate gedauert. Das war wirklich Schwangerschaft mit bösen Gedanken. Und dann im September war mein Teufelchen fertig. Da hatte ich natürlich auch, als die Skizze da war, in diesem Fall war danach die Präsentation, die Farben, und das wurde der Geburt danach sehr schnell, so praktisch rasch. Und so ist die Geschichte zu diesem Frosch, weil ich finde, das ist eine der beweglichen Geschichten, weil das war wirklich von der Idee bis zur Verwirklichung eine lange Zeit. Und gemalt habe ich das auch als Gedanken an der Onkel. Und ich habe auch meinen Freund, sage ich immer wieder, naja, jetzt könnte er da friedlich sozusagen vom Himmel gucken. Ich habe auch Böse in dieser Welt gemalt. So viel dafür. Und wenn es euch meine Geschichten gefallen, meine Frösche gefallen, die euch inspirieren, dann würde ich mich auf ein Like freuen, sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal, eure Dara.